Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide und ich führe Menschen zu Klarheit. Und ich habe heute die Freude, ein Wunschvideo zu machen. Und zwar über Entscheidungsfindung und Sensitivität. Sensitivität, Hochsensitivität, Hochsensibilität. Entscheidungsfindung. Ja, kann ich gut verstehen. Erst am Wochenende habe ich wieder meinen öffentlichen Event Lebenssinn leben mit vielen Menschen gemacht, die definitiv am Abend glücklicher waren als noch am Morgen. Und ich denke, zum Sinn im Leben, zum Lebenssinn gehört auch, dass wir Menschen Entscheidungen treffen. Und was am Samstag wirklich ganz, ganz viel mit beigestanden ist, mit gutem Gewissen. Da stand nämlich ganz oft, wie kann ich schlechtes Gewissen vermeiden? Das sind ja meistens dann sogar zwei Themen, die man hat, ne? Irgendwie weiß man nicht, was man will. Und wenn man es dann irgendwie so hingeeiert hat, dann lebt man erstmal noch ein bisschen mit dem schlechten Gewissen zusammen. Das ist scheiße. Das will kein Mensch. Das kostet Lebenszeit, Energie, macht keinen Spaß. Und wenn es keinen Spaß macht, gehört es nicht in dein Leben hinein. Denn es geht ja darum, dass du in Klarheit bist und deine Klarheit lebst. So, jetzt könnten wir sagen, ist da jetzt ein großer Unterschied zu allen lebenden Menschen, zu den HS, HSP, hochsensiblen Personen, hochsensiblen? In meiner Wahrnehmung, nein. Und dazu gibt es ein wundervolles Video von mir. Das ist immer ganz spannend, dass das so zweiteilig wahrgenommen wird und gerne mit Absicht missverstanden. Ich vertraue dir, dass du die Essenz meiner Worte richtig verstehst. So, nichtsdestotrotz gucken wir einfach mal, ob es jetzt denn bei der Hochsensitivität bei der Entscheidungsfindung nochmal anders ist als für normale Menschen. Ach, ist eigentlich wurscht, ob ich das jetzt an die Zielgruppe 20% Hochsensible oder 100% Menschen mache. Es kommt, Schatzi, aufs Gleiche raus. Das ist das Wichtigste, dass jetzt startet die Idee, der Impuls, die Antwort, die Lösung, die Veränderung, die Klarheit. Was ist denn beim Entscheidungsfinden, nicht beim Suchen, das finde ich sehr schlau gewählt bei dem Wunschvideo, was ist denn beim Finden von einer Entscheidung das Allerwichtigste? Als Mensch und besonders als Hochsensibler. Hallo, du bist in deinen Sinnen, nicht im Sinne von Lebenssinn, sondern in diesen Sinnen, die der Mensch hat. Vertraue deinem Herzen. Du hast Entscheidungen da, die hast du nicht hier. Warum? Pass auf. Erkenne deinen ersten Impuls und bitte folge ihm. So, für den Fall, dass du mir jetzt sagen möchtest, Manuela, einen ersten Impuls habe ich nicht. Doch, Schatz, hast du. Hat jeder Mensch. Haben wir nur verlernt, wahrzunehmen. Ich möchte dir helfen beim Finden. Schau, du hast bestimmt ganz, ganz viele Situationen in deinem Leben, wo du danach sagst, Himmel, Arsch und Zwirn, das habe ich mir doch gleich gedacht. Der Mensch, der Job, die Wohnung, bäh. Aber ich habe mir ausgerechnet, ausgemalt, anderen zugehört und dann habe ich es gemacht. So, wenn du das mindestens einmal in deinem Leben erlebt hast, dass du sagst danach, ja verfluchte Oberscheiße, wie blöd war ich denn, dann hast du sowohl dein Herz gespürt, dessen ersten Impuls, aber weil du so wahnsinnig verprägt bist aus unserer Welt, hast du nicht drauf gehört. Blöd. Das Gute an dem Blöden ist, der Mensch, ich kann dir nichts Neues lehren, ich kann dir nur zeigen, es in dir wiederzuentdecken.
Wenn der Mensch das doch erlebt, dann ist doch das Geniale, und das ist das Prinzip von meiner Vorgehensweise Guiding, dass du selbst in dir wieder entdeckst, wiederfindest, dass du die Klarheit nicht hast, sondern du hast sie nur gerade nicht gefunden. Denn wenn du das schon mal erlebt hast, dass du sagst, nee, das war jetzt nix, das habe ich mir irgendwie gleich gedacht, dann ist jetzt der Punkt, dass du dahin wieder zurückfindest, was wollte denn mein Herz, was war denn da raus, der erste Impuls. Und dann darfst du gerne auch selber herausfinden, analysieren. Ich liebe das Wort beobachten, da ist achten drin, um herauszufinden, aus welchem verdammten Grund du grundsätzlich eine Entscheidung nicht findest, die war im ersten Impuls da, und oder gegen dein Herz liebst. Da ich dich so handlungsfähig wie nur möglich machen will, erzähle ich dir von meinem Modell der inneren Ratgeber. Entweder kommst du zu meinem öffentlichen Event Lebenssinnleben, da mache ich das. Oder du guckst nach der CD als Download bei Amazon. Im Moment habe ich sie auch noch physisch. Es wird dazu auch ein Buch geben, geschrieben habe ich es schon. Jetzt ist es allerdings die Zeit der Korrektur. Hammer! Das ist so erhellend und lichtgebend. Da ist Entscheidung finden gar kein Thema mehr, weil du hast sie. Ich möchte dir dennoch, wie eben versprochen, im Sinne der Lösungs- und Handlungsorientierung zwei wichtige Punkte noch ans Herz legen. Wenn du doch, ich bleibe in der Wiederholung und Beharrlichkeit, wenn du in deinem Herz spürst und den ersten Impuls hast und trotzdem nicht machst, was daher gesendet wird, puh, das Video und das Buch, ich könnte es ewig machen, dann haben dir zwei Ratgeber reingefunkt. Und zum einen, beim Thema Entscheidung finden, kann der Ratgeber dann sagen, was? Die Wohnung? Fällt dir nicht? Warum? Sie liegt super, ja gut, sie hat jetzt keinen Balkon und man kann nicht raus, aber sie ist total günstig. Die Verkehrsanbindung ist genial und nebendran ist gut zum Einkaufen und ein Park. Wenn dein Herz im ersten Impuls gesagt hat, dann solltest du diesem Ratgeber nicht zuhören, wenn der dir mit einer Plus-Minus-Liste sagt, dass das doch deine Traumwohnung ist, wenn doch hier die Entscheidung schon gefallen ist. Warum ist dem Herzen scheißegal? Das will nur die Ratio wissen, und die Ratio fängt Plus-Minus-Listen an. Scheiß drauf. Wir haben noch einen anderen Ratgeber. Das wird vielleicht bei der Wohnung nicht passen, aber damit es einfach einheitlich ist und wir in diesem einen Beispiel bleiben, vielleicht sagt, was auch immer gerade so sagt, ne? Schön oder nicht schön. Das Ego sagt, wie? Du magst die Wohnung nicht, aber die liegt in einem total hippen Stadtteil. Und die ist Neubau und ist noch nie benutzt worden. Auf dem Balkon können wir Partys feiern, das werden die Freunde super cool finden. Vielleicht sind sie sogar ein bisschen neidisch. Und einfach die Ausstattung. Ich denke, das Beispiel ist sehr deutlich, weil dein Herz hat im ersten Impuls schon gesagt, Und Ratio hat dann tolle Ideen und Ego hat tolle Ideen. Und du Menschlein, weil du dein Leben lang verzogen worden bist, nicht erzogen, sondern verzogen, nämlich aus dieser Weisheit raus, folgst du nicht dem ersten Impuls in deinem Herzen, dem es, wie gesagt, völlig wurscht ist. Warum? Warum nicht? Der sagt ganz, ganz deutlich ja oder nein, fertig. Und dann kommen die zwei und meinen, sie wüssten es besser. Die Weisheit eines Herzens, du kannst das Synonym nehmen, die Klarheit einer Seele,
Spiritualität, ich meine, Sensitivität ist einfach in den Hellsinnen sein. Warum zum Geier nutzt du das nicht? Das ist der beste, liebevollste, bedingungsloseste und erwartungsfreiste Ratgeber, den du überhaupt haben kannst. So eine große Zahl gibt es gar nicht besser als die beiden. Und darum geht es dann nur um eins, um Selbstvertrauen. Dann findest du deine Entscheidungen und das Glück und die Leichtigkeit und die Liebe und das Mitgefühl und die Lebensfreude und die Gesundheit und alles, was dazugehört, damit du in deinem Leben in Klarheit lebst. Grundsätzlich einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und wie du siehst, Selbstvertrauen, Vertrauen und Trauen. Und du darfst dich auch einfach wieder trauen, deinem Herzen zu folgen. Das hat alle Klarheit, die du brauchst. Punkt. Fertig. Wunschvideo beendet. Und ich liebe das. Also ich wünsche mir, mehr Wunschvideo machen zu dürfen. So, das ist der Appell an dich. Genauso wie, hat dir dieses Video gute Impulse gegeben? Danke für deinen Daumen hoch. Ja, und fürs Kanal abonnieren. Ich mache ganz unterschiedliche Themen. Da wird mal was dabei sein, wo du sagst, yeah, ole, ole, mein Ding. Und dann ist aber das dabei so, ja, im Fernsehen kommen auch nicht nur deine Lieblingsfilme. Es wäre schön, wenn du es teilst, wenn du es kommentierst, wenn du dir Themen wünschst und wenn du glücklich bist. Wir sehen uns wieder. Bis bald und bis dahin. Liebe deine Klarheit.